Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier wieder bei uns in der Swiss Mountain Klinik Küche. Ich freue mich, dass Georgia auch wieder mit dabei ist. Ohne Danke. Georgia wäre ich nämlich ziemlich aufgeschmissen. Und heute zeigen wir Ihnen mal, wie wir unser neues Lieblingsgetränk herstellen, was man in vielen Varianten zubereiten kann. Aber wir erklären Ihnen, wie man die Basis macht und dann, wie wir noch aromatisieren können. Georgia, um was handelt es sich? An Kombucha. Kombucha, genau. Und lassen Sie sich ein, freuen Sie sich mit mir. Georgia erklärt uns gleich, wie man das macht. Okay, also vor ein paar Monaten hast du mir die Kombucha-Mutter gegeben. Mhm. Und das ist unsere erste Zutat. Und dann... Was ist Kombucha? Kombucha ist ein Pilz, aber sieht so wie eine Algen aus. Ja. Es ist ein bisschen komisch, ja. Und es fermentiert die Getränke. Mhm. Und es ist ein Getränk als Basis vom Tee, schwarze Tee, aber kann man auch mit grünem Tee machen. Und was wir für dieses Rezept brauchen, sind ein Kombucha-Pilz mit 200 Milliliter Flüssigkeit, 100 Gramm Rohzucker, schwarze Tee, 1 Liter Wasser, kalt, 300 Milliliter Wasser, kochende Wasser und ja, also vielleicht nur kurz die Leerrezeptur, die Achso, quasi alles, was man dazu braucht, ne? Das ja. Zubehör. Weil Sie brauchen ein großes Gefäß. Genau, hier haben wir ein 2 Liter Gärgefäß, ein bisschen Papier oder Leintuch oder ein Küchentuch mit einem Elastik. Weil der Kombucha braucht Luft, ne? Also genau. Wir können ihn nicht luftdicht abschotten, dann funktioniert das nicht, der Fermentationsvorgang mit diesem Teepilz, sondern wir brauchen wirklich ein Leintuch oder Küchenkrepp, wie Georgia gesagt hat. Und dann leere Flasche, ein Trichter, ein Messbecher? Ein Messbecher, eine Schwingbase und ja, das war's. Gut. Okay, super. Früher in Asien oder vielleicht auch heute noch, so gerade so in Japan, da war es üblich, dass jede Familie eigentlich diesen Teepilz zu Hause hatte und Kombucha zubereitet hat. Und heutzutage, wenn man so gerade in veganen Restaurants unterwegs ist oder auch mal im Bioladen schaut, in einem gut sortierten Reformhaus, da findet man ganz oft Kombucha. Und wir persönlich, auch hier in der Swiss Mountain Klinik Küche, wir haben den Kombucha für uns entdeckt, weil er ist relativ einfach zu machen. Oder? Ja, sehr einfach. Und in der Regel macht man es einmal die Woche. Genau, also auch nicht so impegnativo. Also genau, nicht so aufwendig, ne? Ja. Wenn man nicht entscheidet, Wasserkefir zu machen, was auch super lecker ist. Aber da bin ich schon alle 2-3 Tage beschäftigt, je nach Temperatur. Und beim Kombucha ist es in der Regel alle 5-8 Tage, je nachdem auch da, wie warm es ist, muss ich den Pilz wieder neu füttern. Okay. Und vielleicht noch ganz kurz, bevor du startest und den Pilz zeigst. Wir nehmen hier Rohrohrzucker. Also es ist wirklich das einzige Mal in unserer Küche, wo wir hier Biozucker verwenden, ja. Also Rohrzucker. Weil der Pilz tut den ja verarbeiten. Ne? Der fermentiert den. Das heißt, ich brauche hier keine teuren Zuckerarten wie Kokosblütenzucker oder was auch immer. Brauche ich hier alles nicht. Das kann wirklich ein günstiger Biozucker sein. Das kann auch ein Kristallzucker sein, weil der wird verarbeitet. Und das ist einfach wichtig zu wissen, dass Sie da nicht viel Geld investieren müssen und denken, oh, hat es da noch Zucker drin? Nein, der Zucker ist umgewandelt. Ich habe in der Zwischenzeit Schwarztee mit 300 Milliliter kochende Wasser aufgesetzt. Aufgesetzt. Mhm. Und das muss jetzt ein paar Minuten
ziehen. Okay. Also für 300 Milliliter hast du hier 4 Teebeutel genommen. Mhm. Man könnte auch losen Tee nehmen, grünen ja. Tee hast du gesagt. Genau. Na? Mir gefällt einfach das Geschmack von unserem Tee und das ist auch eine sehr gute Qualität und heißt schwarze Assam. Bio. Mhm. Ja, und gut. Das ist Bio. Ich zeige jetzt die Kombucha-Mutter. Oh, wow. Mhm. Also, jetzt ist er groß geworden. Es war am Anfang nicht so. Am Anfang war er so klein. Guck mal hier, das war der erste Pilz. Siehst du den? Genau, noch? Ja. Genau, den haben wir gekauft. Kannst du dich erinnern? Haben wir im Internet bestellt, zusammen mit der Flüssigkeit. Und der ist gut gewachsen. Unglaublich. Und du hast gesagt, kann man das verteilen? Ich möchte heute das nicht machen. Aber du hast gesagt, kann man das verteilen und zu jemandem schenken? Oder, klar. Und der, so. Der wächst und wächst. Und dann kann man wirklich, da bilden sich so Schichten. Sieht man auch hier ganz gut. Genau, wie so Scheiben. Und die kann man einfach abtragen. Und Sie sehen ja, wir haben begonnen mit so einer kleinen Scheibe auf diese Menge. Also wir könnten jetzt eine viel, viel größere Menge produzieren mit dem Pilz und es reicht eine kleine Menge Kombucha-Pilz für diese 2 Liter oder knappen Liter, wie wir jetzt sie produzieren. Und jetzt zeigt Georgia Ihnen, wie wir jetzt quasi 9 Kombucha herstellen. Aber eine Frage, du hast gesagt, kann man das teilen, aber also Schicht pro Schicht nicht schneiden, gell? Nee, ich mach's, also es geht vielleicht auch so, aber ich mach's immer so, genauso, ich fasse genauso sorgsam an wie du und ich ziehe den so ganz sanft auseinander. Okay, ne? Okay. Und manchmal bricht es auch und dann schneide ich so mit dem Messer in der Mitte durch. Wenn ich ihn in der Mitte teile, habe ich das Gefühl, ich zerstöre sein Herz. Ja, ich auch. Ich bin jetzt wirklich... Du hast schon eine Beziehung mit deinem Pilz aufgenommen. Genau, das wollte ich sagen, genau. Wir haben am Anfang gesagt, Kombucha-Mutter und 200 Milliliter Flüssigkeit. Das ist ganz wichtig. Also Sie müssen immer eine Ansatzflüssigkeit haben. Ne? Das ist nicht so wie beim Kefirpilz, den Sie einfach abbrausen und dann immer wieder neu verwenden. Wir brauchen beim Kombucha den Ansatz. Da sind auch ganz viele Mikroorganismen drin, die uns dann helfen, jetzt den Zucker, dem Tee, Wasser, diese ganze Mixtur wieder zu fermentieren. Das lasse ich kurz auf die Seite. Mhm. Und hier jetzt, es ist wirklich sehr einfach. Also am Anfang müsste ich alles lesen, aber es wird jetzt alles automatisch. Und es dauert auch nicht lang, ne? Es dauert auch wirklich nicht lang. So maximum 5 Minuten. Kannst du gerne hier rein tun, gucken? Oh, danke schön. Also hier haben wir jetzt 300 Milliliter schwarze Tee und geben wir 100 Gramm Zucker dazu. Wir mischen alles gut. Mein Kombucha, der ist sehr anfällig, sagen wir mal so. Also es ist wichtig, dass er die richtige Temperatur hat. Und wenn man hier jetzt den heißen Tee nimmt und dann wird Georgia das gleich zeigen, mit dem Wasser mischt, dann hat er die richtige Temperatur. Und der Kombucha sollte auch an einem Ort stehen, wo er von Licht gestützt ist, wo nicht so viel Wind ist, ne? Also wo jetzt nicht irgendwie eine Tür in unmittelbarer Nähe ist oder ein Fenster, was ständig aufgerissen wird, sondern wirklich so ein bisschen abgeschottet, vielleicht oben auf dem Schrank. Wo tust du ihn hier lagern bei uns und in der Küche? Sotto Carrello. Und okay. Da unten in dem Wagen, wirklich an der Wand wird er gelagert. Ne? Also suchen Sie sich da ein schönes, ruhiges Plätzchen, wo er wirklich gut vor sich hingären kann. Und wie du gesagt hast, jetzt müssen wir die warme Flüssigkeit mit die kalte Flüssigkeit mischen, weil wir dürfen natürlich nicht die kochende Wasser über die Kombucha-Pilz gießen, weil ich denke, es stirbt, oder? Weil es ist wirklich 90 Grad sicherlich. Mhm. Also ich mische alles zusammen, um die richtige Temperatur zu erreichen. Und den Teepilz, liebe Zuschauer, also den bekommen Sie bei jemandem, der selber auch Kombucha zubereitet und immer wieder
seinen Pilz füttert allwöchentlich, weil der wächst und wächst. Also einfach mal im Freundeskreis fragen oder vielleicht bei Arbeitskollegen. Oder aber wenn Sie niemanden finden, der Ihnen was abschneiden oder abgeben kann, dann einfach im Internet bestellen. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Seiten, wo Sie sich einmal so einen Erstbezug heranschaffen können. Gut. Okay, super. Jetzt ist der eigentlich schnell, fertig. Oder? Genau, ja. Wir müssen eigentlich nur noch abdecken. Und was ich immer noch mache, also was wichtig ist, also für mich. Das hält auch die Fliegen ab, Entschuldigung. Ja, genau. Ich schreibe immer einen Zettel mit dem Datum, ja. Weil ich mache neue Kombucha einmal pro Woche, wie du gesagt hast. Aber ich muss mich erinnern, wann ich das gemacht habe. Bei mir zu Hause, ich mache es immer Sonntag oder Montag. Das sind so bei mir die Wochentage und dann weiß ich ganz genau, ich muss Kombucha machen. Es geht da aber auch um Ihren Geschmack. Ne? Also desto länger Sie ihn stehen lassen, desto herber wird er. Desto mehr von dem Zucker ist umgewandelt. Wenn Sie ihn ein bisschen süßer haben möchten, dann müssen Sie ihn vielleicht schon früher wieder neu verarbeiten. Genau, das lassen wir fermentieren. Sehr schön. Und das ist die Basis jetzt, das Getränk, die wir jetzt aromatisieren oder trinken können. Ich würde sagen, wir füllen das gleich ab. Gleich, ne? Ab. Den Ansatz. Genau, also Kombucha ist wirklich ein Getränk, liebe Zuschauer, hervorragend für Ihre Darmflora. Ne? Unser Mikrobiom ist ja eigentlich das, was uns gesund hält. Ne? Wie gesund Sie sind, ist entscheidend davon abhängig, welche Mikroflora hier unten herrscht. Und diese Mikroflora befindet aber sich nicht nur im Darm, sondern auch in der Nase, auf der Haut, in den Ohren, auf dem Herz, über der Leber, überall in Ihrem Stoffwechsel, auf Ihrem Körper, in Ihrem Körper befinden sich diese Mikroorganismen und wir leben, seit es den Menschen gibt, in Symbiose mit ihnen. Und auch Pflanzen und Tiere benötigen diese Mikroorganismen. Eine Pflanze wäre überhaupt nicht lebensfähig ohne diese Bakterien. Die brauchen wir ja auch, wenn wir fermentieren. In der Regel waschen wir das Gemüse nur kurz oder gar nicht, weil wir wollen die Milchsäurebakterien da drauf. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich auch diese guten Organismen zuzuführen. Und da kann Kombucha helfen. Wir sieben ab. Ja, ich siebe das ab, weil es gibt noch so kleine Kombucha-Stücke, Fäden. Ich halte das mal fest. Dankeschön. Da kann man sich wirklich ans Rezept halten. Man kann aber auch Pi mal Daumen, wenn man dann aromatisiert, einfach vielleicht die Hälfte der Flasche mit Kombucha füllen und den Rest dann aromatisieren. Das ist jetzt aber der einfache Kombucha, den Georgia jetzt mal zurückhält. Also fühle ich... Füllt's jetzt alles, genau. Ist auch schon sehr lecker. Was aber wichtig ist, und das kannst du gleich erklären, was jetzt mit dem Kombucha passiert. Huch. Wenn wir die Kombucha, man sieht, wie das schon beginnt zum... Gären, ne? Ja. Kohlensäure sich bildet. Wenn wir jetzt die Flasche zumachen, si formano le bollicine. Genau. Dann karbonisiert die noch, also die bildet dann noch Kohlensäure. Wir müssen gut verschließen. Einfach so. Genau. Und bei Zimmertemperatur lassen, nicht im Kühlschrank. Wie viele Tage? Ich mache 2-3 Tage ungefähr, aber jeden Tag die Flasche öffnen, weil mein Kefir schon einmal explodiert und ja. Also meine Wand und meine Decke sind auch voller Kombucha, ja. In allen möglichen Farben. Zum Glück hier in der Küche und es war auch im Nacht, also niemand war da. Aber ja, es kann schon passieren. Aber einfach jeden Tag kurz öffnen und dann wieder schließen und... Genau, dass wirklich das überschüssige Gas entweichen kann. Ja, und man hört wirklich, dass Luft die... entweicht. Ja. Mhm. Super. Cool. Ich gebe dir. Hier, liebe Zuschauer, haben wir auch verschiedene Kombucha schon für Sie aromatisiert. Erklären wir Ihnen gleich. Jetzt zeigen wir Ihnen aber, wie diese zweite Fermentationsphase funktioniert. Und da kann man wirklich auch
sich ausleben. Also wir haben uns jetzt überlegt, wir machen eine Detox-Variante. Genau, ja. Und in dieser Detox-Variante, hier ist unser kleiner Mini-Handentsafter, der ist wirklich hervorragend. Warte mal, wir machen das so. Genau. Wo ist das Gerät hier? Und das, wo hast du das gekauft? Im Internet habe ich den bestellt. Ich finde den super, weil A, er ist stromunabhängig und B, er ist wahnsinnig effizient. Und wir haben uns überlegt, wir machen wie gesagt jetzt diese kleine Detox-Variante. Und zwar nutzen wir dafür für die Kraft des Weizengrases. Das ist Gras aus Weizen, aber erst nach ungefähr 10 Tagen bildet sich das Gluten. Das heißt, wenn Sie es so um den 9.-10. Tag ernten, ist das komplett glutenfrei. Und der Weizengrassaft, der ähnelt dem Blut, der ist unendlich reinigend und der hat alles, was wir brauchen. Also es gibt in Amerika ein Institut, da trinken die Patienten jeden Tag Weizengrassäfte und haben unendliche Erfolge, noch gemischt mit Sprossen. Das ist hervorragend, gerade wenn Sie extrem bzw. wenn Sie schwerst krank sind, liebe Zuschauer. Und zum Entgiften eignet er sich unendlich gut. Deswegen schneiden wir den jetzt. Den brauchen wir. Und magst du mal erzählen, was noch in unserem Detox-Kombucha ist? Ananassaft. Mhm. Die habe ich heute frisch gepresst. Man sieht auch, es war eine sehr schöne Ananas und sehr reif. Ich denke, das wird sehr süß sein. Was hast du da für einen Entsafter benutzt, Georgia? Unsere professioneller Entsafter, sagt man so? Entsafter. Aber hier nicht meine Handmaschine, ne? Nein, es ist wirklich ein professionelles Gerät und ja. Entsafter. Entsafter. Und dann, also Ananassaft, Weizengrassaft und, also schwierige Wort. Was denn? Und Chlorella-Pulver. Genau, Chlorella. Man kann es auch Kombucha mit Kaffee machen, oder? Ja. Alle möglichen. Ne? Was hast du hier schon so für Varianten ausprobiert in der Klinik? Also ganz ehrlich, ich aromatisiere vielleicht mehr die Kefir. Kombucha habe ich nur mit Hibiskus gefärbt und Vanille. Ja. Ist ja lustig, ich mache es genau umgekehrt. Ich aromatisiere Kombucha, aber nicht Kefir. Ah nein? Witzig, ne? Weil ich aromatisiere Kefir, weil als Geschmack, ich habe lieber Kombucha. Und Kombucha habe ich so gerne, dass ich lieber das fast Natur trinke. Ich glaube, ich habe sogar noch nie... Brauchst du Hilfe? Kann ich dir helfen? Ja, das Problem ist, man kann die Maschine auch fixieren, aber das geht hier bei dieser Herdplatte nicht. Oh, aber das Grün ist wirklich... Total. Man sieht die Natur, die Chlorophylle, die... Genau, und wir brauchen hier bei dem Saft, bei dem Weizengras... ungefähr für unser Rezept 30 Milliliter. Ne? Und du siehst, es geht eigentlich relativ schnell. Du kannst mir das Gerät mal mit festhalten, ja, weil ich glaube, ich kann nicht drehen. Halt fest, halt schön fest. Ja. Weil in der Vorbereitung ist uns schon, man darf nicht zu viel reingeben. Sie genau, sehen jetzt schon. Gucken Sie mal. Also das sind die, wie sagt man, die Reste, die... einfach die, genau, die Fasern, die übrig bleiben. Ne? Und Sie sehen, wie der Saft, oder hier, auf deiner Haut. Ja. Und Weizengrassaft musst du mal probieren gleich. Das hat so einen ganz interessanten Geschmack. Ich finde, das schmeckt so ein bisschen sogar nach Anis. Also es ist irgendwie mild, es ist gar nicht scharf. Ne? Und man kann in diese Maschine wirklich alles Mögliche reingeben. Sie können Löwenzahn entsaften, Giersch entsaften, Selleriestangen entsaften. Ich persönlich, ich habe auch gerne jetzt, ist gerade die... Du machst das auch Löwenzahn, oder? Hast genau. Schön festhalten. Ja, es ist... Die Vogelmierenzeit. Ne? Vogelmiere ist unendlich mild. Achtung, das muss hier schön festbleiben. Genau. Es ist nicht so leicht, aber das liegt jetzt einfach daran, dass ich ein bisschen zu viel reingegeben habe. Liebe Zuschauer, das ist jetzt der Vorführeffekt. Sie sehen, aber wir kurbeln und machen gleichzeitig Sport. Das ist gut. Das trainiert viele Muskelgruppen. Und
Was? Guck mal, diese Schlange, die da rauskommt, so witzig, ne? Der Vorteil ist einfach, wenn ich so einen wirklichen Slow-Slow-Slow-Juicer, Ultra-Slow-Juicer benutze, wenn ich per Hand kurbel, dann bleiben die Strukturen in dem Weizengras enthalten. Die werden nicht zerstört. Die werden einfach aufgespalten und besser bioverfügbar gemacht, ne, über den Saft. Da nehme ich ja quasi schon in der Mundschleimheit auf. Oh, wie schön grün, die Saft. Ist der Wahnsinn. Das ist eine Chlorophyllbombe, liebe Zuschauer. Und da sehen wir schon. Ich wollte das rausnehmen. Wir trinken Gesundheit. Wir trinken das Licht der Sonne hier über die Pflanzen, über diese Pflanzensaft. Und das ist was, was ihnen wirklich Gesundheit schenkt. Und es ist auch wieder Mikrobenfutter, ne? Weil gerade auch diese ganzen Wildkräuter, die ganzen Faserstoffe in den Wildkräutern, aber natürlich auch im Gemüse, im Obst, tun die verschiedensten Bakterien Stoffwechsel anregen, füttern. Und das, darauf kommt es auch an. Also es kommt darauf an, wirklich vielseitig zu essen und nicht eintönig. Wenn ich eintönig esse, dann habe ich auch nur bestimmte Bakteriengruppen, die da ihre Aufgaben machen. Und dann fehlt es mir an ganz wichtigen Waffen im Alltag, denn die helfen mir, die produzieren mehr Aminosäuren, die helfen mir, Enzyme zu produzieren, die produzieren mehr Hormone, Neurotransmitter für meinen Nervenstoffwechsel, für meinen Hormonstoffwechsel. Also es ist wirklich ganz, ganz viel, was diese Bakterien für uns machen, auch für unser Immunsystem. Und wir sollten das nicht unterschätzen. Und wir dürfen sie gut behandeln. Super, jetzt müssen wir nur unsere Kombucha aromatisieren. Mhm. Und ich würde sagen, ich fülle die Flasche bis à la metà. Genau, würde ich auch sagen, dass wir die Flasche bis zur Hälfte füllen. Ananas hilft auch sehr wirklich bei der Proteinverdauung. Diese schöne gelbe Farbe allein wäre jetzt schon gut für den Kombucha, ne? Ja. Riech mal. Wow. Ja, da, eben wenn ich das geschnitten habe, habe ich wirklich gemerkt, dass Fruchtfleisch war so gelb und es war wirklich sehr reif und schön. Ich gebe erstmal den Ananassaft hinzu. Ja, also hier müssen wir vielleicht mit einem Löffel rühren. Genau. Man könnte jetzt zum Beispiel, ne, also wir haben ja den Kombucha, der so eher ins Gelb-Bräunliche geht. Dann haben wir dieses Knallgelb der Ananas. Das heißt, es ändert nicht so viel an der Farbe. Wir könnten jetzt aber, wenn wir wollten, auch noch Kurkuma in Scheiben schneiden. Oh, schön. Ja. Und dazugeben. Und dann würden wir eher so diese orangene Farbe so richtig in den Fokus bringen. Und noch dazu natürlich durch den Kurkuma all die Inhaltsstoffe in den Kombucha bringen, aber auch natürlich die Farbe. Geben wir noch ein bisschen Kombucha dazu oder Ananassaft? Nee, wir haben ja auch noch den Weizengrassaft. Ja, und wir müssen, naja, wir geben jetzt mal den Weizengrassaft hinzu. Schau mal, wie jetzt das Grün hineinläuft. Oh, das ist wow, so wie sich alles miteinander mischt. Ja. Über das schön. Fermentieren übrigens, liebe Zuschauer, werden die positiven Inhaltsstoffe, also all die Vitalstoffe, die da drin sind, noch viel besser bioverfügbar. Das potenziert deren Wirkung und es ist enorm, was sie sich Gutes tun. Genau, und jetzt würde ich sagen, oh, guck mal, ein zweifarbiger Kombucha, echt klasse. Ja, das ist wirklich. Jetzt brauchen wir aber das noch, oder? Weil wir müssen den Chlorella noch reinbringen. Ah, okay, ja, aber ich. Ja. Oder wie willst du das machen? Ich denke, das ist nass. Können wir probieren, ja, also gerne. Oder warte, ich mache es einmal sauber. Ja, das ist so schön. Und sicher auch, also 100% auch. Also wenn man beginnt zu fermentieren, gerade die Getränke, ne, da gibt es noch andere fermentierte Getränke, dann ist es wichtig, dass man auch einen Trichter hat. Ja. Also da sollten Sie wirklich einen haben, genau, ein Teelöffel. Ich würde nicht ganz her, ein Teelöffel reicht jetzt, der intensiviert noch die Farbe. Beim Chlorella echt immer auch darauf achten, dass es, ja, die Chlorella, die so wild wachsen, die sind oftmals auch belastet, eher so aus Glasröhrensystemen, wirklich kaufen von einer guten, hochwertigen Quelle und die sie auch, ja, was heißt nicht persönlich kennen, aber zumindest denjenigen vielleicht, der es empfiehlt, dass sie eine vertrauensvolle
Quelle haben, weil ansonsten kann diese Alge wirklich auch sehr schadstoffbelastet sein und dann tun sie sich nichts Gutes. Schau mal, die kleinen Chlorella-Klumpen sieht aus wie Kiwi. Ja, stimmt. Wie Kiwi-Kombucha. Und ich finde es noch interessant, dass wir Ihnen am heutigen Tage wirklich viele, viele Farben von Kombucha präsentieren können. Wir haben einen grünen. Wir haben hier einen Kombucha. Den habe ich zu Hause gemacht. Der ist lila, siehst du? Ist super schön. Und hast du gehört? Oh ja, ich liebe diese dieses Geräusch. Geräusch. Das ist wirklich wie Champagner, wie Prosecco, einfach nur viel gesünder. Und den habe ich gemacht mit einer thailändischen Blume. Man könnte den Effekt aber auch erzielen mit der Malve. Ja. Genau. Und dann, hier haben wir ja Ananassaft dabei. Ne? Und Ananas hat ein bisschen Zucker. Das heißt, den können jetzt, kann der Pilz die Bakterien noch verwerten. Hier gebe ich dann immer noch einen Teelöffel bis Esslöffel Zucker hinzu. Normale Zucker? Rohzucker? Genau, roher Zucker. Manchmal gebe ich auch ein bisschen Honig dazu oder wenn gerade Ahornsirup rumsteht. Ne? Aber die wollen dann noch mal ein bisschen Futter haben in der zweiten Phase der Fermentation. Ach so, weißt du, ich habe das, okay, ich habe das nicht bedacht? Gedacht. Die hat noch nicht so gut karbonisiert. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Das kann auch passieren. Manchmal, ja. Manchmal kommt es mit Verspätung, wie im wahren Leben. Also als ich frei bin, ich frage meinen Kollegen Daniele, ob er für mich die Kombucha-Flaschen und die Kefir-Flaschen öffnen kann. Und er sagt immer, ich habe Angst, weil es kommt alles raus. Explodiert. Das habe ich mit Tee gemacht. Das ist so ein Kindertee für die Kinder. Der ist pink. Auch was wieder bis. Das ist so eine Mischung. Früchte. Eben so eine Art Früchtetee, genau. Und hier, den haben wir einfach nur, da haben wir nur Chlorella dazugegeben. Ne? Und du siehst schon den Unterschied zwischen nur Chlorella und Weizengras-Chlorella. Ja, ja, unbedingt. Also, voll anders. Und ich finde, die Farbe ist auch immer wichtig. Ne? Ja, also, wir geben hier in der Swiss Mountain Clinic, also am Samstagabend haben wir immer Gala-Dinner. Und wir geben ab und zu als Willkommensgetränk oder Grüß aus der Küche eine schöne Glas Kombucha. Und wir versuchen eben das zu färben und aromatisieren oder Kefir und so. Kefir müssen wir auch einmal zeigen. Okay. Machen wir. Okay. Machen wir. Und ja, und die Gäste freuen sich riesig, weil es ist wirklich eine schöne... Eine wunderbare Getränk. Es ist hervorragend, wirklich im Winter wie im Sommer. Und vor allem freuen sich ihre Mikroben im Darm, die toben dann nämlich so richtig. Und ja, ich glaube, wir lassen jetzt auch die Sendung ausklingen und gönnen uns ein Glas. Welche Variante möchtest du heute mal probieren? Der muss ja noch stehen bleiben. Nein. Der darf noch nicht getrunken werden. Wirklich auch nicht dein Schluck? Nicht ein kleines bisschen. Das okay. Ist mein Baby. Dann gerne die violette. Die lilane Variante. Die lila wunderbar. Variante. Die öffnen wir jetzt gleich. Und Sie, vielleicht schauen Sie mal online oder fragen Sie beim Kollegen nach einem Pilz und probieren Sie es mal aus. Wir freuen uns, wenn Sie uns irgendwann mal mitteilen, wieso Ihre Lieblingsrezepte von Kombucha sind. Bis bald. Bis bald.